Hallo zusammen. Ja, ich habe euch ja im letzten Alice Cooper Vlog schon gesagt, ihr werdet jetzt im Oktober und November, Dezember werdet ihr ordentlich viele Konzertvlogs von mir kriegen. Das liegt daran, dass jetzt komischerweise alle im Winter auf Tour gehen wollten, wo ich hin will. Und mein Freund ein bisschen auf Eventim eskaliert ist. Demnach, ja. Naja. Genau. Heute geht's weiter mit dem Sonja Liebing Fankonzert. Das Konzert war gestern Abend. Ich muss dazu sagen, also die drei Konzertvlogs, die ihr jetzt alle hintereinander habt, sind alle an einem Wochenende. Das heißt, Freitag war Alice Cooper, Samstag war Sonja Liebing und heute, ich bin auf dem Sprung. Heute geht es dann weiter, aber ich wollte ganz gerne direkt das Video aufnehmen, weil so habe ich, ist das alles noch frisch, bevor wieder weitere Erinnerungen reinkommen, wisst ihr? So, ich kann mir auch nicht so viel merken. Naja, so. Genau, auf jeden Fall ist es für mich auch eine kleine Premiere gewesen, denn ich war noch nie in Krefeld, ich war noch nie im Odeon in Krefeld, diese süße kleine Diskothek da, und ich war noch nie beim Sonja Liebing Fankonzert. Insgesamt eine super schöne Idee. Ich war gegen, also wir waren, also 16:30 Uhr haben wir uns getroffen vor der Halle oder vor der Disco und 18 Uhr war Einlass, 19 Uhr Beginn. Es war wirklich super süß, denn es waren um die 500, 600 Leute, viel mehr waren es gar nicht. Demnach waren wir auch relativ nah dran. Wir haben uns auch direkt einen Tisch ausgesucht, denn meine Begleitung war schon mal da bei dem Sonja Liebing Fankonzert und demnach wussten die, dass sich das wohl ein wenig in die Länge ziehen kann. Ja, insgesamt hat es das auch getan, denn das ganze Konzert dauerte 4,5 Stunden. Das heißt, wenn nicht sogar noch länger, ich bin auf jeden Fall um 11:30 dann. Gute Nacht. Genau, insgesamt hatte sie 4 Gäste zusätzlich noch da. Sie hatte, also zwei von denen kannte ich tatsächlich gar nicht. Das ist Mauro M gewesen, das ist wohl ein Newcomer. Danke. So, dann Marc Koch, den kannte ich auch nicht. Von ihm habe ich aber auch kein Video gemacht. Bei ihm war ich auch gar nicht zum Foto machen. Dann Daniel Sommer, habe ich auch ein Video von gemacht. Attacke. Und der vierte Special Guest war Alessa. Haben wir auch ein Video von gemacht. So. Ja, das Ganze war ein wenig aufgetaktet. Es kamen erst zwei Special Guests, dann kam Sonja mit einem Block, dann kamen wieder zwei Special Guests und dann kam Sonja. Das heißt, angefangen ist Mauro M, dann ist
Mal Koch und dann hat Sonja ihren ersten Block gespielt. Dann kam Daniel Sommer, dann Alessa und dann hat Sonja ihren zweiten Block gespielt. So, vor dem Konzert und so ist Sonja auch rumgegangen, genauso wie die anderen während des Konzerts auch. Und man konnte mit ihnen Fotos machen und Autogrammkarten holen und das haben wir natürlich auch gemacht. So, hier ist meine Autogrammkarte von Alessa mit dem Foto. Dann haben wir natürlich Daniel Sommer. Leider habe ich keine Autogrammkarte von ihm, denn ich war zu spät. Tatsächlich waren die Autogrammkarten schon weg und wo ich dann dran war, musste er auch gehen. Es war ein bisschen blöd, aber naja, passiert, ne? So, dann haben wir Sonja, natürlich, die Dame selbst, und Mauro M., der Erste. Wunderbar. So. Damit sind wir auch schon fast am Ende, ne? Wobei, habe ich euch die Videos von Sonja eigentlich schon eingeblendet? Natürlich weiß ich, dass ich es nicht gemacht habe. Abmarsch. So, jetzt kommen wir zum wichtigen und richtigen Teil, dem schönsten Teil. Meine Einschätzung: Insgesamt kann ich sagen, war es eine Erfahrung wert, definitiv. 40 € haben sich auch super gelohnt, wie man sieht. Für mich haben sie sich gelohnt, definitiv. Das Odeon in Krefeld ist eine super süße kleine Location, also ganz toll. Der Parkplatz war nicht ganz so ersichtlich, aber naja. Das einzige Manko, finde ich, war, es hat sich unglaublich in die Länge gezogen. Also wirklich 4,5 Stunden. Irgendwann um 10 Uhr, 10:30 habe ich da dann auch gesessen und habe gedacht, oh, ich kann nicht mehr. Naja.
Und Sonja, hat man gemerkt, Sonja ist eine sehr aufgedrehte Persönlichkeit. Also, ja, sie, ich kannte sie ja vorher. Ich habe sie einmal auf der Schlagernacht des Jahres live gesehen, aber das war jetzt auch das erste Mal, dass ich ein komplettes Konzert von ihr hatte. Da muss ich sagen, da war es dann ein bisschen too much irgendwann, wo ich dann nur gedacht habe. Oh, naja, insgesamt würde ich sagen, war es eine Erfahrung wert. Definitiv. Wenn ihr Schlagerfans seid, kann man mitnehmen, definitiv. Ob man es jetzt unbedingt mitnehmen muss, ist eine andere Sache, ne? Also, Geschmäcker sind ja sowieso immer ein bisschen verschieden. Aber ich zum Beispiel überlege, ob ich überhaupt nächstes Jahr zu dem Fankonzert hingehe. Weil ich habe es ja jetzt dieses Jahr gehabt und muss sagen, ja, es war doch ein wenig viel. So, es war dann doch ein bisschen. Puh. Naja, so viel zu meiner Einschätzung. Also auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, ja, so eine solide 6 von 7. 6 bis 7 von 10. 6 bis 7 von 10, sowas irgendwo dazwischen. Sagen wir 6,5 von 10. Was definitiv, also. Ja, hat mich jetzt nicht 100% abgeholt. Aber passiert, ne? Gehört halt dazu. War aber bei weitem auch nicht das schlechteste Konzert, wo ich war. Also, es gab eins, das hat mich richtig enttäuscht. Da war ich richtig enttäuscht. Das war nicht mal die 40 Euro wert. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist auch schon ewig her. Aber naja. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Dann sehen wir uns am Samstag mit dem neuen Konzertvlog vom Konzert heute, beziehungsweise Live-Veranstaltung ist es heute. Bis dahin, wollt ihr mal auf ein Sonja Liebing-Konzert? Habt ihr sie schon mal gesehen? Wo fahrt ihr generell so auf Konzerte? Klärt mich mal ein bisschen auf. Erzählt mal ein bisschen von euch. So, ich beantworte hier alles. Ich habe letzte Tage. Habe ich hier noch alle Kommentare mal beantwortet? Es war tatsächlich mehr Arbeit, als ich gedacht habe. Es ist echt schön. Wenn ihr wollt, sehen wir uns demnach ganz, ganz bald wieder. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Bis dahin, eure amtierende Prinzessin.